Guten Morgen, meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Hallo. Wir sind im Auto unterwegs, wie ihr seht. Wir haben die Kinder Kinder zur Schule gebracht und jetzt sind wir auf dem Weg zum Steuerberater. Wir haben hinten unsere Unterlagen fürs Jahr 2021, die müssen wir abgeben. Und danach werden wir uns auf den Weg machen und ein paar Sachspenden einkaufen. Ihr kennt es sicher auch in den Medien mitbekommen, was in der letzten Zeit so abgeht. Und ich folge da so einigen Seiten auf Instagram und da gibt es in Wien so ein Flüchtlingslager, glaube ich. Oder ist es ein Flüchtlingslager? Train of Hope heißt das auf jeden Fall. Egal. Auf jeden Fall ist das so in Wien so ein Annahmecenter für Sachspenden und die brauchen diverse Sachen, Hygieneartikel in erster Linie. Die werden wir dann einkaufen und gleich rüberfahren. Haben wir gedacht, dann nutzen wir das gleich mit dem Termin hier in Wien und machen auch was Nützliches. Get up, stretch my legs. Brush my teeth up, wash my face. Start my day. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C, 1, 2, 3. Drink some water, brush my teeth. Get out of bed and I stretch. Bed and my hair is a mess. Wir sind fertig beim Steuerberater und sind jetzt kurz einkaufen. Ich habe euch ja gesagt, wir gehen ein bisschen Sachspenden einkaufen für die Flüchtlingshilfe. Und das machen wir jetzt auf jeden Fall ganz schnell. Schau, gehen wir gleich zu den Hygieneartikeln, oder? Ja. Ich glaube, dass öfter schon Leute hier einkaufen waren, weil das sind voll viele Sachen schon ausverkauft. Schaut mal hier. Und bei den Shampoos haben wir auch die letzten gleich mitgenommen. Weißt du, du musst aufpassen, weil das sind verschiedene Farben. Du musst einfach gucken. Nimm die normalen, genau. Die gelben. Die mit gelb. Mit gelb. Nimm auch so eins mit Gemüse. Mhm. Spaghetti Bolognese. Sollen wir sowas nehmen? Milchbrei, Reis, Banane? Aber weiß nicht. Aber es gibt halt nur. Reisbrei? Ja, das ist ja ohne Geschmack. Das ist Reis, Banane. Dinkel, Karottenbrei. Hey, das? Ja, nimm das. Ich zeige euch auch noch schnell, was wir gekauft haben. Also so ein paar Kleinigkeiten. Die meisten Sachen waren schon ausverkauft. Leer. Tatsächlich sind wir hier gleich schon in der Nähe und ich vermute, dass schon viele Leute eingekauft haben, oder? Weil es macht sonst gar keinen Sinn, dass das leer ist, oder? So viele Regale leer, fast keine Shampoos. Wir haben die letzten Shampoos gekauft, dann haben wir die letzten Zahnbürsten gekauft. Wenn ich irgendwann eine Zahnbürste hier kaufe, wieso? Das ist schon langsam Zahnbürste wie Goldware. Kann man schon schmuggeln. Ja, wahrscheinlich, weil es hier halt ganz in der Nähe ist und dann viele Leute das gleich hier kaufen und rüberbringen. Was ich super cool finde, das hat mich jetzt irgendwie voll beeindruckt. Auf jeden Fall, ja, das werden wir jetzt hinfahren. Und dann müssen wir schon wieder nach Hause die Mädels von Kindergarten und Schule abholen. Hier kann man sehen, da haben schon einige Menschen Sachen abgegeben. Die werden wir jetzt dann auch gleich hinbringen. Ich helfe dir gleich, ja. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben jetzt auch schon die Mädels von der Schule abgeholt. Und Kindergarten. Ich bin jetzt gerade hier am Kochen. Danke, Philipp. Wir sitzen hier alle am Esstisch und warten darauf, dass das Essen fertig ist. Wir haben durch das, dass wir unterwegs waren, jetzt natürlich nicht kochen können. Aber ich bin froh, wir hatten noch ein bisschen Schnitzel über. Was der Papa gestern gemacht hat, das werde ich jetzt den Kleinen geben. Und dann gibt es noch hier für den Patrick Gernknödel. Und dann habe ich hier noch Nuss-Nougat-Knödel mit Nutella. Philipp, bitte. Was ist? Was willst du mir denn nicht geben? Philipp hat Hunger. Magst du auch Schnitzel? Magst du auch Schnitzel? Ja, mag ich. So, ich richte mal den Kindern schnell Essen an und ja. Das Essen habe ich jetzt ausgeteilt. Die Amy ist hier auch auf der Jagd, falls hier eventuell ein Schnitzel oder so im Boden fällt. Diese Mäuse haben ihr Essen auch schon. Die Luisa isst immer mit dieser Heinz.
Sour Cream, aber es ist eine Pommes Cream, aber sie mag sie so gerne. Und die Lara isst immer mit Ketchup. Und wie ihr seht, der Papa bereitet sich gerade für seine Hühnervorführung vor. Er hat seine Tasche gepackt, seinen Koffer. Hier sind die ganzen Schläuche und so. Und da kommt das ganze Zubehör. Genau. Und wie ihr seht, haben wir im Büro immer noch nicht aufgeräumt, immer noch nicht diesen Billigregal aufgebaut, weil wir einfach zero Zeit haben. Und Platz auch nicht. Also dann muss man natürlich alles rausnehmen, das reinbringen. Aber es ist halt auch... Dafür brauchen wir wirklich Zeit und das haben wir also nicht. Ja, zero. Isst du jetzt auch was mit uns? Gibst du mir was zum Essen? Ja, nein, für dich gibt es nicht. Vielleicht ein Kauknochen. Nein, ich meine zeitmäßig. Geht sich das aus? Wie wann fährst du? Zwei? Wie lange brauche ich? Eine halbe Stunde? Wir haben einen Termin ausgemacht. Wann bist du hier fertig? Fast 20 Minuten vielleicht. Okay, passt. Wann haben wir ausgemacht? 15 Uhr. Das heißt, 15 Uhr, 13.30 Uhr muss ich abholen. Okay, das heißt, du hast noch Zeit. Nicht wirklich, wie damit? Weiß ich nicht. Du hast gerade das Handy. Halbe Stunde habe ich noch Zeit. Den Hühler musst du auch mitnehmen, oder? Habe ich schon. Achso. Achso, unsere Hühler muss ich nehmen. Ich schwöre, ich hätte das wieder vergessen. Ah, das konnte ich nicht. Die Knödel sind fertig und der Philipp möchte unbedingt Wasser trinken. Deswegen macht er wie ein kleines Affe. So, langsam. Wow. Schon ein braver Buff. Bravo. Nein. Nein. Philipp. Warum? Habe ich den Philipp mit schlafen gelegt. Die Luisa ist im Wohnzimmer und darf ein bisschen iPad schauen. Der Geschirrspüler trägt auch seinen Beitrag dazu. Dankeschön. Okay, nee, jetzt kann man weiterreden. Und die Lara sitzt hier und macht. Das nervt dann. Die Lara macht jetzt hier raus. Also. Na, sehr geil. Ich auf jeden Fall sitzt die Lara hier und macht ihre Hausaufgaben. Und ich habe mich dazu gesetzt mit meinem Laptop und ich sitze bei ihr und unterstütze sie ein bisschen, soweit sie Hilfe braucht. Ja komm, machen wir weiter. Mal auf jeden Fall da noch ein Bein dazu, gell? Hä? Das sind nur drei Beine oder was? Ja, ein Bein ist hinten, die anderen beide vorne, so meinte ich. Okay. Ich kann nicht, du musst dich ein bisschen beeilen, das dauert schon wieder viel zu lange, die Knödelmaus. Ich noch weiter aus. Braun. So, muss auch ein bisschen arbeiten. Das ist mein Mann, was ich da gerade mache. Ja. Lara ist jetzt fertig mit ihren Hausaufgaben. Ist auch schon gegangen. Ich bin auch schon fertig mit Arbeiten. Laptop habe ich geschlossen. Und ich werde mich ein bisschen hier dem Abwasch widmen. Bei uns ist immer volles Programm hier, wie man sich denken kann. Geschirrspüler ausräumen und den gleich wieder einräumen. Und danach werde ich mich, glaube ich, gleich abschminken und mir was Gemütliches anziehen. Und dann mich in die Wäsche hauen, weil ich muss Wäsche falten. Der Geschirrspüler rennt schon wieder. Ich sag's euch, der rennt bei uns manchmal wie am laufenden Band. Also das ist wirklich bei so einer großen Familie, Mittagessen, Abendessen, der ist unser bester Freund. Ja, wenn der kaputt geht, das ist einfach Horror. Gut, jetzt rennt er wieder und ich habe mir jetzt schon eine bequeme Hose angezogen, weil ich ertrage es nicht so lange in Jeans herumzulaufen. Deswegen eine bequeme Hose. Ich werde mich jetzt auch gleich abschminken und es mir gemütlich machen im Wohnzimmer.
mit Wäsche falten. Ich schmink mich jetzt mal ab in dem Badezimmer, wie ihr sehen könnt, und mach's mir gern, wenn ich es mir gemütlich mache, dann trage ich am liebsten kein Make-up. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich schminke mich sehr, sehr gerne und bin geschminkt und so weiter. Aber wenn ich dann, keine Ahnung, chillen will oder es mir gemütlich machen will, Fernsehen will, im Bett sein will, auf der Couch, wo auch immer, dann habe ich es total ungern, wenn ich es noch so Make-up im Gesicht habe. Deswegen kommt das ganze Zeugs mal runter. Ich habe eins vergessen, und zwar nämlich meine Haare aus dem Gesicht zu machen. Denn ich werde mir jetzt natürlich auch gleich mein Gesicht reinigen. Abschminken alleine reicht nämlich nicht. Also Mädels, ich hoffe, ihr haltet euch auch immer schön brav an eure Gesichtspflege. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, vor allem geschminkt ins Bett gehen, ganz, ganz grober Fehler. Und vor allem auch mit einer ordentlichen Gesichtsreinigung, weil somit sorgt man wirklich für ein schönes Hautbild. Und ich habe mich vorhin mit dem Make-up Remover von Salted abgeschminkt. Die haben ihr Packaging, ihr Design umgestellt. Außerdem ist es personalisiert, die gesamte Pflege, das zeige ich euch gleich. Und zwar ist das jetzt mein Reinigungsschaum, den ich mir selbst zusammengestellt habe. Das ist meine individuelle Pflege, die ich da in den Händen von Salted halte. Ich zeige es euch natürlich jetzt gleich alles, was ich da habe. Die habe ich mir jetzt nämlich im Matchmaker selbst zusammengestellt, was ich richtig toll finde, weil das ist wirklich individuell auf mich eingestellt und das könnt es dann auch ihr machen. Das heißt, wenn ihr euch auch unsicher seid, welche Pflege brauche ich denn, dann könnt ihr mit dem Matchmaker auch nichts falsch machen bei Salted. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken, meine Lieben. Da könnt ihr mal euch reinklicken und durchstöbern, was es da so gibt. Ich werde jetzt im nächsten Step gleich meinen personalisierten, schaut mal, da steht Diana drauf, Reinigungsschaum nutzen. Der ist so, so toll. Der riecht so, so gut. Und beim Reinigungsschaum kann man sich nämlich auch, man kann sich alles dort selbst zusammenstellen mit, beim Matchmaker. Ob es Geruch haben soll, wenn ja, dann was eher und richtig toll. Also ich liebe diesen Gesichtsreiniger von Salted. Ich werde mir natürlich jetzt mein Gesicht nass machen. Und jetzt braucht man wirklich so wenig Produkt, also man kommt damit wirklich sehr, sehr lange aus. Ich hatte schon mal einen Salted-Reinigungsschaum, den habe ich mega lange gehabt. Also man denkt, kommt man wirklich super aus. Mit zwei Pumpstößen hat man natürlich länger was davon. Und man kann wirklich sein Gesicht super gut damit reinigen, wie ihr seht. Man fühlt sich auch sehr gepflegt und es riecht auch sehr, sehr angenehm. Auch am Hals, Mädels, nicht vergessen, ne? Auch am Hals waschen. Ich weiß, das vergisst man oft. Also ich habe das früher oft gar nicht gemacht, aber der Hals ist auch sehr, sehr wichtig. Weil na, man schminkt sich ja auch hier und so und nicht nur. Man kriegt ja auch öfter Pickelchen, deswegen auch immer schön den Hals mitmachen. Ich nehme dann immer so ein, wie sagt man, reusable, kann man mehrmals verwenden, so ein Pad, Abschminkpad. Mach mal den ganzen Schaum damit weg. Das Grobe und dann nochmal mit Wasser dran. Der nächste Step in meiner individuellen Pflege ist bei Salted hier das Hyaluronserum. Das ist richtig toll, das Hyaluron wird ja ab einem gewissen Alter nicht mehr so krass produziert. Deswegen ist es gut, wenn man es so quasi im ja, ein bisschen mithilft von außen. Deswegen habe ich das Hyaluronserum, weil ich habe nämlich bei meinem Matchmaker angegeben, dass ich mir halt so ein bisschen mehr Glow, ein bisschen mehr Pep für die Haut wünsche, dass sie nicht so ein bisschen fahl ausschaut, weil sonst habe ich hier keine Probleme. Ich habe jetzt keine Unreinheiten, ich habe auch keine trockene Haut, sondern ja, ich wünsche mir so ein bisschen mehr so ein das gewisse Jugendliche zurück, und mit dem Hyaluronserum bin ich hier auf der richtigen Seite und davon mache ich mir so ein bisschen in die Hand und werde gleichmäßig auf die gereinigte und natürlich trockene Haut auftragen. Um hier ein bisschen der Hautalterung so ein bisschen entgegenwirken, kann man sich natürlich das auch so schön selbst ja, ins Gesicht einarbeiten sozusagen. Und dann der absolute Game Changer, was ich ja absolut feiere, sind die Vitamin C Drops. Schaut euch mal das an, das ist für mich pures Gold. Wer mich kennt, wer meine Videos kennt, weiß, dass ich diese Vitamin C Drops über alles liebe. Und
ich feiere die so krass einfach. Das ist nämlich gerade für meine Haut, ich leide unter Pigmentflecken hier unter den Augen so ein bisschen und auf der Nase immer im Sommer. Und ich liebe diese Vitamin Citrus, weil die wirken dem entgegen. Sie hellen ein bisschen die Haut auf, sind natürlich perfekt für Pigmentflecken und so weiter. Deswegen feiere ich die extremst mega. Und werde mir gleich natürlich so einen Drop nehmen. Und da drinnen ist Vitamin C und Vitamin E einfach perfekt. Schaut mal, wie das innen drinnen ausschaut. Einfach perfekt, um der Hautalterung so ein bisschen entgegenzuwirken. Und wie ich schon gesagt habe, ja, die Haut so ein bisschen aufzuhellen. Bei Pigmentflecken ideal, damit die Haut einfach ein bisschen mehr so Glow hat. Ich habe auch noch diese zwei tollen Produkte in meine Matchmaker bekommen. Und zwar habe ich hier einmal die Tages- und Nachtpflege. Die werde ich mir aber später auftragen. Das ist hier so eine reichhaltige Creme. Die ist auch perfekt nach dem Reinigungsprozess. Aber ich habe mir jetzt halt den Drop aufgetragen und brauche jetzt das nicht. Und dann habe ich hier noch ein Leave-On Aha-Peeling. Das Peeling kann man drauf lassen, wie der Name schon sagt. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für die Zellerneuerung. Also ideal, wenn man so wie ich so ein bisschen, ja, ein bisschen Pep in die Haut bringen möchte. Und das ist aber nicht für täglich, sondern so für alle drei Tage. Also nur für euch als Info. Unten in der Infobox findet ihr den Link zu Salted. Schaut euch gerne die ganzen Produkte an, die sie dort haben. Und macht unbedingt den Matchmaker, damit ihr für euch eure individuelle Pflege raussuchen könnt. Ihr habt auch von mir als einen Rabattcode, und zwar könnt ihr mit Diamanta 40 40% sparen, was natürlich sehr, sehr krass ist. Also unbedingt ausnutzen, meine Lieben. Unten in der Infobox ist einfach alles nochmal drinnen, die ganzen Infos, die ihr braucht. Der Link ist drinnen und auch der Rabattcode. Also, falls ihr auch auf der Suche nach einer tollen Gesichtspflege für eure Haut seid, dann schaut unbedingt in die Infobox, meine Lieben, und schaut bei Salted vorbei. Nutzt meinen Code Diamanta40 und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Und ich werde jetzt mir meine Haare wieder aufmachen und Wäsche falten gehen. Er war gerade auch im Boden gerade. Bist du mit dem Auto? Ja, sehr gut. Während die Kinder hier so ein bisschen spielen, werde ich auch ein bisschen spielen. Ich habe mir Wäschekörbe hier geholt. Ein bisschen falten. I can't stay. No, I always gotta go. Playing house, this ain't a home with my soul. On the road, I can't stay. No, I always gotta go. Playing house, this ain't a home with my soul. On the road, I can't sit still for a minute. I'm so dead set on indifference. Keep it Charlie, stay down with them Dickens. Let's get around like it's. Ich habe jetzt drei Wäschekörbe gefaltet. Es ist schon, ja, hol ihn kurz drauf. Es ist schon dunkel geworden, wie ihr seht. Papa ist noch nicht zu Hause, aber der ist schon auf dem Weg nach Hause. Und wir werden jetzt eine Pizza bestellen. Was möchtest du auf deiner Pizza haben? Ich eine eigene Pizza? Ja, schaffst du eine eigene Pizza? Ja. Pizza haben wir jetzt bestellt und während die Pizza geliefert wird, werde ich mal schnell den Philipp baden und ja, werde ich mal jetzt kurz die Wanne vorbereiten. Philipp! So, der Philipp wird jetzt gemütlich sein Bad genießen, mein Lieber. Ich werde die Kamera hier weglegen und mit dem gleich spielen. Papa ist wieder da! Woo! Du riechst voll gut ungemacht. Die Pizza ist da und der Philipp weiß ganz genau, was da drin ist. Philipp, was ist da drin? Pizza? Schauen wir mal rein. Warte. Ihr weiß nicht. Essen. Hört doch mal den Patrick, das habe ich schon gesagt. Wir essen alle zusammen. Mama, ich mag aber nicht die scharfe. Das ist Papas Pizza, die ist vegetarisch. Mama, ich mag aber die gutere. Du kriegst die gutere, ja? Das ist meine Pizza. Was magst du nicht essen? Den Fisch? Den tue ich runter. Schau, da ist kein Fisch, da ist kein Fisch, da ist kein Fisch. Da ist kein Fisch. Wow, das schaut lecker aus. Schafskäse, Mais, Zwiebeln, Champignons. Yummy, yummy. Ich habe keinen Platz hier. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal essen und werden uns aber auch hiermit gleich vom Vlog verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.